بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir waren heute noch inshallah ta'ala mit der Sira unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam weitermachen. Ich werde mir für nächste Woche inshallah ein extra Thema nochmal überlegen. Vielleicht wird es sogar einen Gastreferenten geben nächste Woche. Wir geben da nochmal Bescheid inshallah. Aber wir wollen heute inshallah ta'ala erst einmal unser Thema fertig machen, was wir jetzt seit zwei Sitzungen begonnen hatten, nämlich Ghazwatul Ahzab, die Schlacht der Verbündeten, oder Ghazwatul Khandaq, die Grabenschlacht, und die Nachwehen, oder besser gesagt die Folgen der Grabenschlacht, nämlich die Belagerung der Banu Qurayza. Bevor wir anfangen, inshallah ta'ala, möchte ich euch Fragen stellen, damit wir das wieder ins Gedächtnis rufen, inshallah. In welchem Jahr nach der Hijra war Ghazwatul Ahzab gewesen? In welchem Jahr nach der Hijra war die Grabenschlacht gewesen? Im fünften Jahr nach der Hijra. Barakallahu fik. Wer mitschreibt, ist klar im Vorteil. Wie viele Krieger haben Medina belagert von den Muschrikin? Wie viele standen insgesamt vor Medina, um die Muslime in Medina anzugreifen und sie zu vernichten? Ja, 10.000. Mashallah. Was ist los mit den anderen? Schämt ihr euch, oder? Ich muss, glaube ich, konkret dran nehmen. Gut, eine andere Frage. Und zwar, welcher Sahabi hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Vorschlag gemacht, einen Graben auszuheben? Ja, jetzt Mustafa, okay. Salman al-Farisi. Sehr gut. Barakallahu fik, Ikhi Abdulaziz. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sahaba, nachdem sie von der Schlacht von Al-Ahzab zurückkamen, ja, direkt danach zum Dhuhr-Gebet? Welche Anordnung gab er ihnen? Er sagte ihnen etwas. Nachdem Jibril alaihi salam zu ihm kam und ihm sagte, die Engel haben noch nicht ihre Waffen niedergelegt, was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaba? Keiner von euch verrichtet das Asr-Gebet außer bei oder bei den Wohnstätten der Banu Qurayza. La yusalliyanna ahadun minkum al-asr illa fi Bani Qurayza. Nennt mir eine Lehre, oder wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf reagiert, dass einige auf dem Weg gebetet haben, weil die Zeit knapp wurde, und andere nach den die Sonne untergegangen ist, das Nachmittagsgebet vollzogen haben? Wie hat der Prophet Sosen darauf reagiert? Ich glaube, du hast mal gesagt, dass man es wortwörtlich nehmen kann oder auch Unsinn. Ja. Und wie hat der Prophet darauf reagiert? Gechillt. So kann man es auch sagen, gechillt. Also, فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا. Ja, das ist auch gut, muss ich mir merken, gechillt. Ja, er hat gechillt darauf reagiert, indem er nämlich keinen kritisiert hat, er hat es offen gelassen. Er hat es offen gelassen. Gut. Gibt es mehr als eine Wahrheit bei Allah oder nur eine Wahrheit? Das haben wir auch aus diesem Hadith entnommen. Nochmal zur Wiederholung, inshallah. Gibt es mehr als eine Wahrheit bei Allah oder nur eine Wahrheit? Kann es sein, dass es zwei Wahrheiten bei Allah gibt? Weil, ich meine, der Prophet hat keinen von beiden kritisiert. Er hat es offen gelassen. Also müsste es ja demnach zwei Wahrheiten geben. Oder gibt es nur eine Wahrheit? Haben wir auch letztes Mal besprochen gehabt. Ja. Ich glaube, dass man trotz
Meinungsverschiedenheiten denselben Ausgang hat? Aber die Frage ist konkret. Gibt es mehr als eine Wahrheit bei Allah? Also könnte es sein, dass beides richtig ist? Oder nur eine der beiden Meinungen richtig war? Nur eine. Nur eine. Aber was die Wahrheit ist, das weiß nur Allah. Ja? Das ist nach den meisten Gelehrten. Es gibt manche Usul-Gelehrten, die auch sagen, es könnte sein, dass es mehrere gleichzeitig Wahrheiten gibt bei Allah subhanahu wa ta'ala, bei Meinungsverschiedenheiten. Gut. Ich weiß noch nicht, ob wir so weit gewesen waren, aber ich frage trotzdem schnell die Frage. Und zwar, welchen Sahabi haben oder hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewählt, um über die Banu Qurayza zu urteilen? Waren wir schon so weit gewesen? Ich glaube schon, oder? Ja. Nein, nicht Hudhayfa ibn al-Yaman. Ein anderer Sahabi, der verletzt gewesen war an seinem Arm. Der ein Anführer unter den Ansar. Sa'd ibn Mu'adh. Richtig, Sa'd ibn Mu'adh. So, jetzt haben wir Alhamdulillah ja, ein bisschen wiederholt durch die Fragen. Und jetzt, insha'Allah ta'ala, wollen wir hier anknüpfen. Das Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, ist eines der kritischsten Themen in der Sira überhaupt. Wenn nicht sogar das kritischste Thema überhaupt. Es gibt kaum ein Thema, was so kontrovers diskutiert wird und wo auch häufig die Muslime angegriffen werden und der Prophet des Islam angegriffen wird, wie dieses Thema, über was wir heute sprechen. Wir haben ja schon letzte Woche aufgezeigt gehabt, wie es dazu gekommen ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Wohnstätten und die Festungen der Banu Qurayza belagert hat, und zwar insgesamt 25 Tage. Wir haben auch die Geschichte von dem Sahabi Abu Lubabe ibn Abd al-Munzir erzählt gehabt, dass er zu den Banu Qurayza gegangen ist und sie dann gewarnt hat, ja, dass falls sie sich ergeben, dass das der Tod für sie bedeutet, oder das Schlachten, al-Dhabh, ja, dass das der Tod bedeuten würde, und er sich dann angebunden hat, weil er in dem Moment bereut hat, und aus dem Grund, weil er den Propheten sallallahu alaihi wasallam hintergangen hat. Und jetzt verlangen auch einige der Sahabe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit ihnen gütig umzugehen. Wir dürfen eines nicht vergessen: Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Die Banu Qurayza, sie haben den Vertrag, den Gesellschaftsvertrag, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Muslimen und mit den anderen Parteien in Medina geschlossen hat, hintergangen. Sie haben sich nicht daran gehalten und sie haben Hochverrat begangen, indem sie nämlich mit den 10.000 Kämpfern und den Quraysh, die Medina belagerten, gemeinsame Sache gemacht haben, um somit von innen und außen die Muslime anzugreifen. Und wir hatten letzte Woche auch die Verse erwähnt gehabt, in denen Allah subhanahu wa ta'ala über die Angst der Muslime gesprochen hat. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Als sie von oben und unten kamen, also ja, vom Norden und vom Süden, von außerhalb von Medina und von sozusagen in Medina. Wa izzaghatil absar, als die Augen abschweiften. وبلغت القلوب الحناجر, und die Herzen die Kehle erreichten. وتظنون بالله الظنون, und ihr euch über Allah schon Gedanken gemacht habt, also angefangen habt zu glauben, Allah hätte euch im Stich gelassen. Und daraufhin sagt Allah Ta'ala, وهنالك ابتلي المؤمنون, dort wurden die Gläubigen geprüft. وزلزلوا زلزالا شديدا, und sie wurden einem heftigen Beben ausgesetzt. Also es war sehr brenzlig gewesen. Es war sehr, sehr gefährlich gewesen. Und es ging wirklich darum, die Muslime abzuschlachten. Dem Islam ein Ende zu setzen. Und die Banu Qurayza, sie halfen dabei, indem sie sich nicht mehr an die Verträge und Abmachungen gehalten haben und den Muslimen in den Rücken gefallen sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er belagerte jetzt die Festungen der Banu Qurayza 25 Tage. Und jetzt nach 25 Tagen sind die Banu Qurayza bereit,
das Urteil von jemandem anzunehmen und zu akzeptieren, der mit ihnen in der vorislamischen Zeit verbündet und befreundet gewesen war. Nämlich Sa'd ibn Mu'adh. Die Sahaba sind ebenfalls zufrieden mit diesem Urteil. Warum? Weil er ihnen sehr, sehr nahe stand. Als Sa'd ibn Mu'adh jetzt getragen wurde zu den Muslimen, weil er konnte nicht mehr laufen, weil er schwer verletzt gewesen war, er wurde verletzt in dieser Schlacht, in der Schlacht der Al-Ahzab, der Grabenschlacht, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Ansar, Qumu ila Sayyidikum, steht auf für euren Herrn, auch Khayyirikum, oder für euren Besten unter euch. Und dann sagte er zu Sa'd ibn Mu'adh, sie sind bereit, die Banu Qurayza, dein Urteil zu akzeptieren. Sie sind bereit, dein Urteil zu akzeptieren. Und jetzt wird überliefert in verschiedenen Überlieferungen, dass Sa'd ibn Mu'adh gesagt hat, heute werde ich in Bezug auf sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und ich werde das Urteil aussprechen, was Allah subhanahu wa ta'ala, was ich für angemessen halte, für das, was sie getan haben. Und was war sein Urteil? Sein Urteil war sehr, sehr hart gewesen. Und es ist gar keine Frage, es ist sehr, sehr hart, das Urteil. Er wollte ein Exempel an ihnen statuieren. Nicht unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, sondern wer? Sa'd ibn Mu'adh. Und er sagte, تُقْتَلُوا مُقَاتِلَتُهُمْ, ihre Kämpfer werden getötet. وَتُسْبَى ذَرَارِيهِمْ, und die Kinder und Frauen werden versklavt. وَتُقْسَمُ أَمْوَالُهُمْ, und ihr Vermögen wird aufgeteilt. Das ist das Urteil von wem gewesen? Von Sa'd ibn Mu'adh. Und das ist das, was immer wieder auch überliefert wird und wovon wir mehrere Überlieferungen haben in Bezug auf diese Geschichte. Was auch mit dem Koran übereinstimmt, und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat in Bezug auf die Schlacht von Banu Qurayza, فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. Einen Teil habt ihr getötet oder wurde getötet und ein Teil wurde gefangen genommen. Und ein Teil wurde gefangen genommen. Und jetzt antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dem, was Sa'd ibn Mu'adh gesagt hat, قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى. Du hast das Urteil oder mit dem Urteil Allahs gerichtet. Was bedeutet das? Warum sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du hast mit dem Urteil Allahs gerichtet? Und zwar, es ist interessant, das ist in der Bibel, und zwar im 5. Buch Mose, im Kapitel 20, unter der Überschrift Kriegsgesetze, folgendes steht: Das Gesetz über das Verhalten gegen feindliche Städte. Das ist jetzt was? Nicht der Koran, das ist jetzt die Bibel, die Tora, die wir heute auch haben und welche sowohl für Christen als auch für Juden heilig ist. Wenn du vor einer Stadt ziehst, sie zu bestreiten, das ist der 10. Vers des 5. Kapitel Mose, Kapitel 20. Des 5. Buch Mose, Kapitel 20, Vers Nummer 10. Wenn du vor eine Stadt ziehst, sie zu bestreiten, so sollst du ihr den Frieden anbieten. Antwortet sie dir friedlich und tut dir auf, so soll das Volk, das darin gefunden wird, dir zinsbar und untertan sein. Will sie aber nicht friedlich mit dir handeln und will mit dir kriegen, so belagere sie. Und wenn sie der Herr, dein Gott, dir in die Hand gibt, so sollst du alles, was männlich darin ist, mit des Schwertes Schärfe schlagen. Das ist jetzt nicht der Koran, das ist die Bibel. Allein die Weiber, die Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, und allen Raub sollst du unter dich austeilen und sollst essen von der Ausbeute der Feinde, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Also sollst du allen Städten tun, die sehr ferne von dir liegen und nicht den Städten dieser Völker hier sind. Das ist jetzt was gewesen? Das ist jetzt ein Ausdruck aus der Bibel. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat auf das, was Sa'd ibn Mu'adh gesagt hat, gesagt,
qadayta bi hukmi Allah ta'ala. Warum sagte er das? Vielleicht weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der Tora, auf die sich die Juden stützten, auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, genau dieses Urteil ausgesprochen hat in Bezug auf Menschen, welche so etwas tun, wie es die Banu Qurayza getan haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Wichtig in diesem Zusammenhang sind folgende Aspekte. Und zwar, zunächst erst einmal stellt sich eine ganz, ganz wichtige Frage für uns. Wer wurde denn jetzt eigentlich ganz konkret von den Gefangenen getötet? Wie viele waren das gewesen? In dieser Überlieferung, die wir gerade erwähnt haben, wird keine Anzahl genannt. Es wird lediglich gesagt, es sollen die Kämpfer, also diejenigen, die gekämpft haben, auf Arabisch Al-Muqatila, getötet werden aufgrund ihres Hochverrates. Wie viele wurden jetzt getötet? Es gibt jetzt verschiedene Überlieferungen diesbezüglich. In den meisten Sirah-Büchern finden wir eine Anzahl von 400 über 600, 700 bis 900, die getötet wurden, laut dieser Überlieferung. Schauen wir uns jedoch diese Überlieferung an, dann sehen wir, dass die meisten dieser Überlieferungen, wenn nicht sogar alle, nicht gesichert sind. Das heißt, es sind keine authentischen Überlieferungen, sondern es sind Überlieferungen, die teils Lücken aufweisen, also auf die man sich nicht genau stützen kann. Gibt es Überlieferungen, die lückenlos sind und welche uns Aufklärung geben über die Anzahl derjenigen, die dann wirklich hingerichtet wurden aufgrund dieser Sache? Ja, gibt es. Und zwar gibt es eine Überlieferung, welche wir finden bei einem Hadith-Gelehrten mit dem Namen Ibn Zanjawi. Ist jetzt nicht so ein Bekannter wie Bukhari und Muslim. Ja, aber seine Überlieferung diesbezüglich wird authentisch überliefert. Und zwar lückenlos. Und es wird Folgendes überliefert. Haddathana Abdullah ibn Salih. Also Abdullah ibn Salih hat uns berichtet. Haddathani Layth ibn Sa'd. Layth ibn Sa'd hat mir berichtet. Haddathani Uqayl. Uqayl berichtete mir. Ansh ibn Shihab. Von Ibn Shihab. Das ist eine lückenlose Überlieferung. Anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam rada ila Bani Qurayza, sich zu den Banu Qurayza begab. Fahasarahum hatta nazalu ala hukmi Sa'd ibn Mu'adh. Und er hat sie belagert, bis sie bereit gewesen waren, sich auf das Urteil von Sa'd ibn Mu'adh einzulassen. Faqada bi an yuqtala rijaluhum. Und er urteilte, dass ihre Männer getötet werden. Wa tuqsama dharariyuhum. Und dass ihre Kinder und Frauen und so weiter und so fort, ja, wa amwaluhum, und ihr Vermögen aufgeteilt wird. Faqutila minhum yawma idhin 40 rajula. An jenem Tag wurde von ihnen wie viele getötet? 40 Männer. Also nicht 400, sondern 40. Illa Amr ibn Sa'd, außer Amr ibn Sa'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, ich übersetze das extra so genau, innahu kana ya'muru bil wafa'. Er war jemand gewesen, der immer aufgefordert hat, sich treu zu verhalten gegenüber den Verträgen. وَيَنْهَا عَنِ الْغَدْرِ. Und er hat verboten oder davon abgehalten, dass man verrät, also Hochverrat begeht und hintergeht und sich nicht an die Verträge hält. فَلِذَلِكَ نَجَى. Und aus diesem Grund wurde er gerettet. Diese Überlieferung ist sehr, sehr interessant. Diese Überlieferung ist sehr, sehr interessant. Erstens, es ist eine authentische Überlieferung. Zweitens, wenn wir uns den Kontext anschauen des Ganzen, dann werden wir sehr, sehr schnell sehen, dass es Dinge gibt, die darauf hinweisen, dass die Anzahl bei weitem nicht so hoch war, wie wir in den meisten Sirah-Büchern vorfinden. Und zwar wird nämlich überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gefangenen im Haus von einer Frau mit dem Namen Bint al-Harith al-Najjariya, ja, dann eingesperrt hat. Das muss man sich mal vorstellen, ein Haus zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina. Ja, in der Regel sehr klein. Wie viele Menschen passen in so ein Haus rein? Jetzt überleg mal an deine Wohnung, ja, wie viele Menschen passen in eine Wohnung rein? Wie viele Leute passen hier beispielsweise zum Jumu'ah-Gebet rein? Was schätzt ihr? Wie viele Leute passen hier rein? 400, 500, ja? Denn das ist eine Moschee, das ist ein großer Raum. Und bei 400, 500 Leuten, ist es schon sehr, sehr voll. Es ist schon sehr, sehr voll. Und jetzt soll in ein Haus
angeblich 400 bis 900 Männer gefangen gehalten worden sein. Das widerspricht ganz klar, ja, der Realität, ja, und kann so nicht ernst genommen werden. Und dementsprechend müssen wir uns die Frage stellen, wie kommt es jetzt, dass wir diese hohen Zahlen haben? Erstens, aus 40 kann ganz schnell bei den Überlieferungen was werden? 400, das ist überhaupt kein Problem. Arba'un, Arba'umia, ja, bei der Überlieferung, wenn man etwas schreibt, der kann es ganz schnell passieren, dass sich da etwas ändert. Zweitens ist das auch eher in Einklang zu bringen mit der Gerechtigkeit. Im Sinne von, dass nur diejenigen auch wirklich bestraft werden, welche entweder direkt gekämpft haben oder die Waffe in die Hand genommen haben oder jene, welche gehetzt haben und sich beteiligt haben an diesem Komplott oder an diesem Hochverrat. Und dass nicht alle darunter fallen. Drittens, wir haben mehrere Überlieferungen, aus denen hervorgeht, dass einige von denjenigen, die zu den Banu Qurayza gehört haben, ja, auch nicht bestraft wurden. Das heißt, es gab ganz klare Ausnahmen. Viertens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat in etlichen Überlieferungen, wenn es darum ging, dass, wenn es um eine Schlacht ging, immer wieder betont, dass wer nicht getötet werden darf. Es dürfen keine Frauen getötet werden, es dürfen keine älteren Menschen getötet werden. Was heißt ältere Menschen? Ältere Menschen heißt Menschen, die schon, sage ich mal, das Greisesalter erreicht haben. Und jetzt stellt man sich die Frage, gab es unter den Banu Qurayza, ja, weil das wird alles nicht überliefert, gab es unter den Banu Qurayza keine alten Menschen? Natürlich gab es alte Menschen. Was ist mit all diesen Leuten? Es wird über sie nichts berichtet. Das heißt, und der Prophet hat ganz klar immer wieder betont in etlichen Überlieferungen, dass auch nicht Kinder oder Jungen, ja, getötet werden dürfen. Also eindeutige Überlieferung. Und was darauf hindeutet, dass auch wirklich nur jene getötet wurden oder hingerichtet wurden nach dieser Schlacht, ja, welche auch die Waffe in die Hand genommen haben und gekämpft haben, ist Folgendes, dass nämlich eine Frau, welche Khalad ibn Suwaid, einen der Sahaba, getötet hat, indem sie einen Stein auf seinen Kopf geworfen hat bei der Belagerung, ebenfalls hingerichtet wurde dafür, dass sie Khalad ibn Suwaid getötet hat, obwohl sie eine Frau ist und der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer verboten hat, ja, Frauen zu töten, mit Ausnahme der Frauen, die sich am Kampf beteiligen. Und das zeigt klar und deutlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei der Belagerung der Banu Qurayza nicht einfach alle Männer hat hinrichten lassen, nur weil sie Männer sind, ja, wie es aus einigen Überlieferungen hervorgeht, die alle Lücken sozusagen, die alle Lücken aufweisen und nicht authentisch sind, ja, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat wirklich nur jene hinrichten lassen, ja, welche dann auch die Waffe in die Hand genommen haben oder, und das ist auch interessant, was ich gelesen habe in einer schiitischen Quelle diesbezüglich, ja, da muss ich nochmal gucken, auf was sie sich genau stützen, nur jene, man hazzabu ala al-Muslimin au ala qital, die Muslimin, so wird es überliefert, jene, welche sozusagen gehetzt haben gegen die Muslime und die Leute aufgefordert haben, ja, dann auch gegen die Muslime zu kämpfen. Wie kommt es aber, dass jetzt sozusagen so Zahlen steigen? Wir müssen eine Sache berücksichtigen. Und zwar, heutzutage haben wir zu solchen Themen eine ganz andere Einstellung als die Menschen damals vor 1400 Jahren. Vor 1400 Jahren, und das habt ihr auch bestimmt im Geschichtsunterricht gelernt, ja, haben Herrscher in der Regel womit angegeben, wenn sie mit ihrem Feind sozusagen bei ihrem Feind so viele Menschen wie möglich getötet haben, um zu zeigen, sie sind mächtige Herrscher. Und natürlich wurde da auch bei Überlieferungen sehr, sehr gerne übertrieben. Er hat so und so viele niedergemetzelt. Er hat das und jenes getan. Und wenn diese Überlieferungen in solch einer Zeit entstanden sind, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass es dann natürlich auch zu Übertreibungen kommen kann. Dass man sich versucht hat zu überbieten, was die Zahl betrifft. Sodass manche sogar gesagt haben, 900 wurden umgebracht. Allahu Akbar, 900? Wie sollen alle die 900 in ein Haus gepasst haben? Das funktioniert doch gar nicht. Und warum sollte das der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan haben? Wenn gar nicht alle daran beteiligt gewesen waren. Es gab viele Menschen, die mit Kampf überhaupt nichts zu tun hatten. Die gar keine Waffen hatten. Was ist mit den ganzen Leuten, welche einfach nur normale Arbeiter gewesen sind, die keine Waffen tragen.
die überhaupt nicht kämpfen. Warum sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Sa'd ibn Mu'az in diesem Fall, ja, sie hinrichten lassen? Ja? Und deswegen, die Überlieferung ist klar und deutlich, ja, dass nur jene getötet wurden, welche auch wirklich die Waffe in der Hand hatten und welche auch wirklich gekämpft haben. Weil das in Einklang zu bringen ist auch mit all den anderen Aspekten, welche wir gerade diesbezüglich erwähnt haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, gerade bei diesem häufig sehr, sehr kritisch behandelten Thema, ja, dass man auch all diese Überlieferungen kennt und auch weiß, dass es nicht sozusagen eine Meinung ist, sondern dass es da verschiedene Meinungen gibt und dass vieles darauf hindeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, nicht alle männlichen alle Männer der Banu Qurayza hat hinrichten lassen, sondern wirklich nur die, welche auch gekämpft haben. Wirklich nur die, welche auch gekämpft haben und welche dann versucht haben, die Muslime, ja, in, oder den Muslimen in den Rücken zu fallen und die Muslime dann in Medina zu bekämpfen. Ja. Was immer noch ein hartes Urteil ist, gar keine Frage. Was immer noch ein hartes Urteil ist, das ist gar keine Frage. Ja. Aber es ging hier auch um nichts Wenigeres als um Hochverrat. Ja, und um eine sehr, sehr schwierige Situation, wo dann auch Härte bewiesen werden musste. Und was wir daraus lernen, und ich könnte mir vorstellen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er selbst das Urteil gefällt hätte, dieses Urteil gar nicht gefällt hätte. Und wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch bei vorherigen Fällen, bei den Gefangenen von Badr, ja, bei den Banu al-Nadir, immer ein mildes Urteil ausgesprochen hat. Aber es war Sa'd ibn Mu'az gewesen, der extra vorher gefragt hat, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der extra vorher gefragt hat, O Gesandter Allahs, gilt mein Urteil auch sozusagen für dich? Also es ist auch für dich verbindlich, O Gesandter Allahs. Und er sagte, auch für dich ist es verbindlich, ja, auch für mich ist es verbindlich, O Sa'd ibn Mu'az. Woraufhin Sa'd ibn Mu'az dann dieses Urteil fällte, was im Übrigen in Einklang stand mit der Tora, an welche die Banu Qurayza geglaubt haben. Kurz nachdem Sa'd ibn Mu'az dieses Urteil ausgesprochen hat, ist er auch zu seinem Schöpfer zurückgekehrt. Wir haben gesagt, er war schwer verletzt gewesen und er hatte ohnehin nicht mehr viele Tage zu leben. Und er ist dann aufgrund seiner Verletzungen zu seinem Schöpfer zurückgekehrt. Und ich glaube, wir haben das letzte Mal auch gesagt gehabt, ja, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Sa'd ibn Mu'az, als er gestorben ist, gesagt hat. Und zwar, dass Sa'd ibn Mu'az, als er gestorben ist, ja, dafür gesorgt hat, oder was heißt dafür gesorgt hat, dass der Thron des Al-Ebamas bebte. Ob man das nun wörtlich nimmt oder nicht wörtlich nimmt, darum geht es nicht. Es bedeutet aber, dass jemand gestorben ist und jemand zu Allah Ta'ala zurückgekehrt ist, der eine gewaltige und hohe Stellung bei Allah Subhanahu wa Ta'ala hatte. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil Sa'd ibn Mu'az ist ein Mann gewesen, nachdem er den Islam angenommen hat, hat er sich immer für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala eingesetzt. Und dementsprechend sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass mit seinem Tod der Thron des Allerbarmers bebte. Und das zeigt noch einmal, dass wir als Muslime, dass wir Menschen im Allgemeinen, wenn wir uns Allah subhanahu wa ta'ala zufinden, wenn wir gefestigt sind auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auch erhöht. Dass man eine gewaltige Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala einnehmen kann, sodass Allah subhanahu wa ta'ala, ja, sodass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann sogar sagt, dass der Thron des Allerbarmers bebt. Und es gab sicherlich viele Menschen in der Geschichte, ja, welche solch eine Stellung hatten wie Sa'd ibn Mu'az, auch wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das nicht über sie gesagt hat. Und deswegen sollten wir auch daraus noch einmal lernen, ja, wie wichtig es ist, standhaft zu bleiben auf dem Wege Allahs. Gefestigt zu bleiben auf dem Wege Allahs. Beschäftige mich gerade noch einmal mit der Biografie von Ahmed ibn Hanbal und der Mihna, dieser Prüfung, die er durchgemacht hat. Und es ist unglaublich, ja, wie sehr Allah subhanahu wa ta'ala diesen Mann gefestigt hat. Ahmed ibn Hanbal, der geprüft wurde, als in seiner Zeit die Mu'tazila, das ist eine Gruppe, welche behauptet hat, dass der Koran erschaffen ist. Also der Koran ist nicht das, sozusagen einfach nur das Wort Allahs, sondern der Koran ist erschaffen worden von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, während die Meinung der Sunniten welche ist, dass der Koran das Wort Allahs ist und das Wort Allahs
ist nicht erschaffen, sondern es ist eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah ta'ala im Koran sagt, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sprach mit Musa alayhi salam. Und dementsprechend ist das Sprechen Allahs eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist ein schwieriges theologisches Thema. Wichtig ist einfach, dass Allah subhanahu wa ta'ala Ahmad ibn Hanbal in dieser schwierigen Prüfung gefestigt hat. Er wurde ins Gefängnis gesteckt, er wurde ausgepeitscht. Ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihn in dieser schwierigen Situation gefestigt. Und das zeigt noch einmal, wie wichtig es ist für uns, dass wir Allah ta'ala immer wieder darum bitten, dass er uns festigt. Gerade auch aufgrund der Tatsache, weil wir in einer Zeit leben, in der es unglaublich viele Versuchungen gibt. Unglaublich viele Versuchungen. Versuchungen, welche die Menschen wirklich von Allah subhanahu wa ta'ala abbringen. Und deswegen sollten wir immer wieder unsere Hände heben und Allah subhanahu wa ta'ala bitten, dass er uns festigt, wie er diese Sahabe gefestigt hat, wie er die großen Imame gefestigt hat. Und so wie es Allah ta'ala über die Gläubigen auch, gerade die Gelehrten unter den Gläubigen im Koran sagt, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتِنَا. O unser Herr, lass unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast. وَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً. Und schenke uns von dir aus eine Barmherzigkeit. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Du bist wahrlich der Schenker. Das war die Schlacht von Al-Khandaq gewesen, die Grabenschlacht und die Belagerung der Banu Qurayza. Das war alles in welchem Jahr gewesen? Im Jahre 5 nach der Hijra. Das nächste große Ereignis ist nun das Friedensabkommen von Al-Hudaybiyah, welches wir heute natürlich so nicht besprechen können. Es gibt aber Ereignisse zwischen diesem Ereignis, welches im 6. Jahr nach der Hijra stattgefunden hat, und der Schlacht von Al-Ahzab, der Grabenschlacht, ja, gibt es einige kleinere Ereignisse. Und ich möchte heute, insha'Allah ta'ala, eines dieser kleineren Ereignisse nochmal besprechen, damit wir insha'Allah das heute auch noch mitnehmen. Bevor wir darauf aber zu sprechen kommen, habt ihr noch Fragen zu Banu Qurayza oder der Grabenschlacht? Gibt es diesbezüglich noch Fragen, die ihr habt? Gibt es diesbezüglich noch Fragen, die ihr habt? Bevor wir insha'Allah jetzt weitermachen in diesem Punkt. Gar keine Fragen. Wenn euch was einfallen sollte, insha'Allah ta'ala, zu diesem Ereignis, ja, dann könnt ihr am Ende, insha'Allah ta'ala, noch eure Frage stellen. Mir ist noch eine Sache eingefallen diesbezüglich, eine wichtige Lehre. Eine wichtige Lehre, welche man auch aus diesem Ereignis, gerade das mit dem Banu Qurayza, ziehen kann. Und zwar, grundsätzlich verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von uns, gütig und barmherzig zu sein und zu verzeihen. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder im Koran von uns verlangt. Die Barmherzigkeit, die Güte, dass wir bereit sind, wenn jemand uns etwas Schlechtes tut, das mit etwas Gutem abzuwehren. Das ist die Grundhaltung, die ein Muslim immer haben sollte. Es gibt jedoch Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind dann gegeben, wenn andere Menschen diese Gutherzigkeit und diese Barmherzigkeit und Güte als Schwäche werten und ausnutzen, um noch mehr Unrecht zu tun. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die sind dann gegeben, wenn die andere Seite das interpretiert als Schwäche und das ausnutzt, um noch mehr Unrecht zu tun. Und deswegen sagen die Gelehrten, wenn es um Vergebung geht, beispielsweise auch dann, wenn es um die Frage der Wiedervergeltung geht, nehmen wir mal an, jemand hat jemanden anderen getötet. Allah subhanahu wa ta'ala, er verlangt im Koran oder er fordert uns aus dazu, dass wir verzeihen. Und dass das Vergeben für uns besser ist. Und trotzdem sagen die Gelehrten diesbezüglich, die Ausnahme ist dann gegeben, wenn eine andere Person diese Vergebung ausnutzt, um dann weiter solch ein Unrecht zu tun. In diesem Fall ist es nicht gut zu vergeben. Das ist die einzige Ausnahme. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns das auch in einem anderen Kontext aufgezeigt. Normalerweise sollte der Muslim immer bescheiden auftreten.
Der Muslim sollte normalerweise immer die Güte nach außen zeigen. Aber bei der Schlacht von Uhud, wir können uns erinnern, da gab es einen Sahabi mit dem Namen Abu Dujana. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er fragte und er hob sein Schwert, wer nimmt dieses Schwert und wer will dieses Schwert haben? Und alle kamen und sagten, oh Gesandter Allahs, wir wollen es haben, wir wollen es haben. Und dann fragte der Prophet, wer nimmt es und gibt ihm sein Recht. Und dann plötzlich, ja, alle blieben zurück, außer wer? Außer Abu Dujana. Der sagte, oh Gesandter Allahs, um was ist das Recht dieses Schwertes? Und dann meinte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dass du damit so lange kämpfst, bis du den Feind bezwingst. Und meinte Abu Dujana, ich nehme es und gebe ihm sein Recht. Und daraufhin holte er ein rotes Tuch aus seiner Tasche heraus und band es um seine Stirn. Wir hatten das schon oft gehabt, das Rambo-Tuch. Ja, also ich weiß nicht, die meisten von euch haben Rambo gesehen, gehe ich mal von aus, einige und zumindest oder einige Bilder, ja, wo er dann dieses rote Tuch um seine Stirn bindet. Und was tat er? Er stolzierte zwischen den Reihen der Mushrikin, also der Quraysh und der Muslime. Und dann schaute der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm und er sagte jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges. Er sagte, innaha la mashyatun yubriduha Allah. Es handelt sich hierbei um eine Gangart, die Allah Ta'ala verhasst, gar nicht mag. Dieses Hochmütige, dieses Stolzieren. Und dann aber macht er eine Ausnahme. Illa fi hadha al-mawtin, außer an diesem Ort, wo ich Stärke zeigen muss. Wo ich was zeigen muss? Wo ich Stärke zeigen muss. Es gibt da Situationen, wo es eine Ausnahme gibt. Grundsätzlich immer Bescheidenheit zeigen. Grundsätzlich immer Güte zeigen. Das ist das, was Allah uns lehrt. Ja, selbst dann, wenn mir jemand Unrecht tut, verlangt Allah gerade von jemandem, der Da'wah macht, der die Menschen versucht, zu Allah einzuladen, das Schlechte mit dem Guten abzuwehren. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Nicht gleich ist eine schlechte und gute Tat. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Wehre mit der besseren Tat ab, also die schlechte Tat, wehre sie mit der guten Tat ab. Warum? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Weil dann plötzlich zwischen dir und demjenigen, ja, der dir feindselig gegenüberstand, ja, es so wird, als wäret ihr enge Freunde. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also gerade wenn ich ein Da'i bin und jemand kommt mir schräg, ja, ich versuche so zu handeln, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gehandelt hat. Wir hatten am Samstag einen schönen Vortrag in der Taiba Moschee von unserem Bruder Muhsin, der gesagt hat, wir müssen die Sunna leben. Die Sunna ist nicht einfach nur irgendwie, keine Ahnung, dass ich ein Jalabiyya trage oder weiß ich, wir müssen die Sunna leben. Ich muss mir immer eine Frage stellen. Wie hätte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in solch einer Situation reagiert? Und dann sollte ich so reagieren. Und wie hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam reagiert, wenn es um ihn selbst ging? Ja, er hat meistens vergeben. Das heißt meistens eigentlich immer vergeben. Außer, wenn es um Unrecht ging. Gegen andere Menschen. Wenn Menschen die Grenzen Allahs überschritten haben, da ist er strikt gewesen. Das ist etwas, was wir daraus lernen können. Ja, aus diesem ganz, ganz wichtigen Ereignis der Banu Qurayza, dass hier die Muslime eine gewisse Härte gezeigt haben und dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das auch gebilligt hat, weil er es zuvor gebilligt hatte und sogar bestätigt hat, indem er sagte, du hast mit dem Urteil Allah subhanahu wa ta'ala geurteilt. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, zu dem zweiten Ereignis. Und zwar einem Ereignis, welches stattfand zwischen dem 5. und 6. Jahr nach der Hijra, wahrscheinlich Anfang des 6. Jahres nach der Hijra. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er schickte Muhammad ibn Maslama mit 30 Leuten, ja, um sozusagen eine militärische Unternehmung zu unternehmen. Ja, wo es wird nicht viel darüber gesprochen in Sirebüchern. Aber das, was jetzt kommt, das ist das Wichtige, worauf wir hinaus möchten. Und zwar auf dem Rückweg trafen sie auf einen Mann mit dem Namen Thumama ibn Uthal al-Hanafi. Und sie dachten, dass er ein Feind wäre,
Weil man muss sich das so vorstellen, es gab die ganze Zeit jetzt militärische Auseinandersetzungen zwischen den Quraysh und zwischen den Muslimen. Und ebenfalls mit dem verbündeten Stamm der Quraysh. Wenige Monate zuvor wurde ganz Medina belagert. Und dementsprechend, erst einmal, es ist jetzt eine Kriegssituation. Und sie haben ihn mitgenommen, weil sie davon ausgegangen sind, dass er einen dieser verfeindeten Stämme angehörte. Und es war auch wirklich so gewesen. Thumama ibn Uthal, er war der Anführer der Banu Hanife gewesen. Und er war ein erklärter Feind des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Und sie brachten ihn nach Medina. In Medina angekommen, wurde Thumama ibn Uthal als Gefangener an eine Säule innerhalb der Moschee angebunden. Und sie warteten auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam und er fragte ihn: Was willst du? Was ist los? Wer bist du? Was ist los? Und er meinte Thumama ibn Uthal zu ihm: Indi ya Muhammad, das was ich habe und was ich dir zu sagen habe, O Muhammad, in taqtul, taqtul dhadam. Solltest du mich töten, dann tötest du jemanden, der jetzt im Blut auch wirklich wertvoll ist. Ich bin der Anführer meines Stammes. Wa in tun'im, tun'im ala shakir. Solltest du mich freilassen, dann lässt du jemanden frei, der dir dankbar sein wird. Wa in kunta turidu al-mal, fasal tu'ta minhu ma shi't. Und solltest du Vermögen und Geld wollen, so bitte mich und ich werde dir geben, was du willst, weil mein Stamm wird mich auf jeden Fall freikaufen, egal was du verlangst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ließ ihn und sagte nichts weiter. Thumam ist die ganze Zeit wo? In der Moschee. Müsst ihr euch jetzt vorstellen, hier ist jemand, ja, weiß ich nicht, hier Musa, ja, oder Ahmed, der sind an die Moschee gebunden, an diese Säule gebunden, ja, und du bist hier. Alle 5 Gebete bekommst du mit, ja, kannst hören, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wie der Koran rezitiert wird. Aber du fühlst dich gerade nicht wohl, warum, weil du Gefangener bist. Also eigentlich willst du frei sein. Am nächsten Tag kommt der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder und fragt ihn: Was hast du? Was willst du? Und er sagt genau dasselbe. Sollst du mich töten, dann tötest du jemanden, dessen Blut wertvoll ist. Und solltest du mich freilassen, sodass du jemanden frei, der dir dankbar sein wird. Und solltest du Geld wollen, ja, dann frag mich und ich werde dir geben, was du möchtest. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ließ von ihm ab. Und wieder, er ist die ganze Zeit in der Moschee, beobachtet die Muslime, hört den Koran, sieht, wie die Muslime beten, hört die Ansprachen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Am dritten Tag genau dasselbe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrscheinlich zu irgendeinem Gebet, kommt zu ihm und fragt ihn: Ja, was willst du? Und dann meinte er wieder genau dieselbe Sache. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn freiließ. Er ließ ihn gehen, ohne etwas von ihm zu verlangen. Und jetzt geschieht etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Etwas, womit man nicht rechnen würde. Und zwar, Thumama, er verlässt Medina, geht zu einer Dattelplantage, welche in der sozusagen, welche außerhalb von Medina ist, wäscht sich dort, kehrt zurück zur Moschee und spricht daraufhin die Shahada aus vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Und dann sagte er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes. Er sagte zu ihm: Ja Muhammad, O Muhammad, dein Gesicht, es gab kein Gesicht, was ich mehr gehasst habe. Ma kana ala wajhi al-ard. Ma kana ala wajhi al-ard. Wajhun abghada ilayya min wajhik. Es gab auf der Erde kein einziges Gesicht, was ich mehr verabscheut habe und gehasst habe als dein Gesicht. Wal ana asbaha wajhuk ahabb al-wujuhi ilayya. Aber jetzt ist dein Gesicht das liebste Gesicht geworden überhaupt für mich. Und dann sagte er: Ja, Muhammad. Ma kana ala wajhi al-ard dinun abghada ilayya min dinik. Es gab auf der Erde keine Religion, die ich mehr gehasst habe als seine Religion. Und jetzt gibt es keine Religion. Wala ana asbaha dinuka ahabb al-adyan ilayya. Und jetzt ist deine Religion die liebste Religion für mich geworden. Allahu Akbar. Was ist passiert?
Was ist passiert ganz konkret? Da kommt jemand, er ist ein Feind des Islam. Er wird gefangen genommen, vielleicht sogar zu Unrecht. Er wurde eigentlich nur nach Mekka, wie es überliefert wird, um dort die Umrah zu vollziehen. Auch die Muschrikun hatten ja die Umrah vollzogen. Bleibt 3 Tage in der Moschee, wird freigelassen und kehrt freiwillig zurück und nimmt den Islam an. Was ist passiert? Er hat den Islam so kennengelernt, wie er wirklich ist. Aus erster Hand, von den Muslimen, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesehen, wie die Muslime sich verhalten, was der Islam lehrt, dass die Muslime durch den Islam zu etwas anderem geworden sind. Die Araber sind durch den Islam zu etwas anderem geworden, zu etwas Besserem geworden. Und das hat ihn so tief getroffen, dass er nicht anders konnte, als den Islam annehmen. Sodass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Mensch wurde, den er am allermeisten liebte. Und genau das ist es, worauf es ankommt, meine lieben Geschwister. Genau das ist es. Wir sind die Boten des Islam. Die Menschen müssen durch uns, durch unser Verhalten, durch unser Auftreten, durch unseren Charakter, durch unsere Handlungen dem Islam näher kommen. Wenn sie durch unser Verhalten und durch unseren Charakter sich noch mehr vom Islam entfernen, dann läuft etwas schief. Und zwar bei uns, nicht beim Islam, bei uns selbst. Weil wenn wir den Islam so praktizieren würden, wie er wirklich ist, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgelebt hat, wenn wir wirklich uns jedes Mal Gedanken machen würden, wie hätte Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Moment reagiert, wie hätte er gehandelt, dann bin ich mir sicher, würden wir die Herzen der Menschen erreichen. Da bin ich mir absolut sicher, dass wir das Bild des Islam verändern würden. Und genau das ist geschehen bei Thumama ibn Uthal. Leider ist es heutzutage häufig genau umgekehrt. Es ist häufig so, dass viele Menschen sich für den Islam vielleicht sogar interessieren. Und dann schauen sie sich aber die Muslime an, wie sie leben. Und kriegen das nicht in Einklang miteinander. Wie kann das sein, dass der Islam solch eine schöne Religion ist, aber gleichzeitig die Muslime so weit entfernt sind vom Islam? Und wir wissen, dass es einige bekannte Konvertiten gab, wie Roger Garoudi, wie heißt er? Roger Garoudi, ja, kennt ihr nicht? Ich weiß, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ist ein französischer Philosoph. Es wird auch überliefert von Mohammed Assad, ich habe es auch von Murat Hoffmann gehört. Ja? Und zwar sollen sie gesagt haben, Alhamdulillah, dass ich den Islam kennengelernt habe, bevor ich die Muslime kennengelernt habe. Alhamdulillah, dass ich den Islam kennengelernt habe, bevor ich die Muslime kennengelernt habe. Ja? Yusuf Islam soll das auch gesagt haben, also wahrscheinlich wird das von vielen überliefert. Ja? Cat Stevens, ja, das ist wahrscheinlich von vielen überliefert. Also ich habe das schon von mehreren gehört, ich habe auch mal recherchiert, ja, das ist wirklich von mehreren gehört, dass sie das gesagt haben. Ja. Und das sagen sie nicht, weil sie was gegen die Muslime oder die gebürtigen Muslime haben. Nein, es geht nur einfach um diese Gesamtsituation. Und Alhamdulillah, in jeder Umma gibt es immer noch, auch in unserer Umma gibt es immer noch viele gute Beispiele. Und das sehen wir hier, mashallah, so viele Geschwister, ja, die vorbildlich den Islam praktizieren. Aber es geht um das Gesamtbild, das wir heutzutage haben. Wenn wir einfach sagen, subhanallah, ja, jemand, der in die islamischen Länder geht, der sieht leider genau das Gegenteil von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns Muslimen gefordert hat. Und deswegen denkt immer daran, jeder einzelne von euch ist ein Bote dieser Religion. Jeder einzelne von euch. Genauso wie Mus'ab ibn Umair ein Bote gewesen war, bist du auch ein Bote. Ob Bruder oder Schwester. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, diesen Islam in seiner Schönheit zu repräsentieren und zu zeigen. Wenn ich wirklich versuche, in die Fußstapfen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu treten, so wie wir es auch in dieser schönen Überlieferung von Thumama ibn Uthal hatten. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.